Ich glaube schon, dass die Russen den Mond vor den Amerikanern erreichen. Roman Mucha bei den Proben in der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Gemeinsam mit seinen Kommilitonen probt der 23-Jährige das Stück Buch Die fünf Zutaten des Lebens von Fritz Kater. Meine Rolle ist Ernst, also der heißt Ernst und der ist Wissenschaftler und aber auch Spion von der DDR. Später sieht man ihn dann, 20 Jahre später trifft man ihn nochmal, da ist er dann eben eher der Gescheiterte, eine gescheiterte Existenz und steht eigentlich als extrem krasser Alkoholiker schon vor dem Ende seines Lebens. So. In einer Aufnahmeprüfung wird entschieden, wer die Chance bekommt, Schauspiel zu studieren. Für eine möglichst individuelle Ausbildung werden pro Jahr etwa 8 bis 12 Bewerber aufgenommen. Ist der Kontakt zu den anderen in absehbarer Zeit möglich? Das ist eine relativ komplizierte Ausbildung und ein kompliziertes Studium. Braucht eine ganz große Aufmerksamkeit von uns auf den jeweils einzelnen Studierenden, weil es gibt keinen in dem Sinn gleichen Weg für jeden. Das ist ja eine ganz individuelle Kunst. Also man kann jetzt nicht die Geige weitergeben, sondern jeder ist sozusagen das eigene Instrument. Und deswegen braucht das einfach viel Zeit. Um später besonders große Chancen auf eine Rolle zu haben, müssen die angehenden Schauspieler in verschiedene Rollen schlüpfen und diese überzeugend rüberbringen können. Deshalb sollten die Studenten möglichst breit gefächert vorbereitet werden und bekommen hierfür unter anderem Unterricht in Tango, Akrobatik und Fechten. Bereits als Jugendlicher entdeckte Roman seine Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und sammelte im Schultheater erste Erfahrungen. Jetzt dreht sich bei ihm alles um die Schauspielerei. Aber bleibt er noch Zeit für anderes? Ich würde auch sagen, das hängt auch davon ab, was man so für Ansprüche hat. Also es gibt Leute, die sich die ganze Zeit beschweren, dass sie keine Zeit für sich finden. Und ich bin ja so drauf, dass ich sage, naja, ich will halt jetzt dieses Studium machen und alles, was man hier so lernen kann, auskosten. Und dann habe ich gar nicht so eine große Sehnsucht, meine Zeit irgendwie anders zu verbringen. Aber es ist schon so, dass man manchmal echt nur zu Hause und hier ist wochenlang und gefühlt keine Zeit für irgendwas anderes hat. Neben der körperlichen Ausbildung ist es aber auch wichtig, die Stimme der angehenden Schauspieler zu trainieren. Obwohl Roman jahrelang im Chor gesungen hat, musste er sich erst einmal daran gewöhnen, einen Song zu interpretieren und seinen Gesang an die jeweilige Rolle anzupassen. Auf dem Weg zum Abschluss als Diplom-Schauspieler bekommen die Studenten sehr viel Unterstützung und Aufmerksamkeit von den Dozenten. Doch der Titel ist nicht automatisch eine Jobgarantie. Allerdings hilft die Ausbildung dabei, erste Rollen zu ergattern. Also es gibt auch schon, bevor man das Diplom abgeschlossen hat, gibt es halt so zentrale Vorsprechen, wo Leute, die Schauspieler, junge Schauspieler engagieren wollen, seien sie vom Theater oder von irgendwelchen Filmagenturen oder Castingagenturen, eben hinkommen und sich angucken, was man da als Abschlussarbeit zeigt. So. Und dann kann es sein, dass man zum Vorsprechen eingeladen wird oder so und dann da engagiert wird. Bekannte Absolventen sind unter anderem Samuel Koch, Katharina Schüttler und Dietrich Adam. Aber für Roman ist es erstmal wichtig, sich als Schauspieler zu etablieren. Naja, ich habe auf jeden Fall erstmal den Wunsch, Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel eben im Festengagement am Theater oder so. Oder ja, eben generell am Theater. Und was natürlich so ein Wunsch ist als Schauspieler für mich, ist natürlich irgendwann vielleicht mal sich auszusuchen, was man macht. Also sich aussuchen zu können, was man macht, mit wem man arbeitet. 2018 macht Roman seinen Abschluss und kann sich der Herausforderung stellen, die großen Bühnen der Welt zu erobern.